Bosskämpfe. Da wir aber momentan keinen Samurai machen, kann ich den mal ausrüsten. Ah, ich habe keinen blauen Slot. Naja, ist nicht so gut. Brauchen wir nicht. 27 Mana regenerieren. So. Ja, nehmen die den einfach mit. Ja, jetzt müssen wir wieder raus. Jetzt machen wir aber hier auf Lightning Arrow wieder. So. Rauslaufen. Rauslaufen. Heute Morgen habe ich noch gefragt, oh, ich muss so viel aufnehmen, wie soll ich das schaffen, wenn es mir momentan nicht so gut geht. Ich habe so einen tiefen Blutdruck, dann wird es mir immer schwindelig, wenn ich mich anstrenge. Ja, und jetzt am Nachmittag habe ich plötzlich genug Aufnahmen. Ich habe einfach mal den ganzen Morgen und Nachmittag aufgenommen. Und mir ist nicht mal, also ich habe es irgendwie nicht mal satt. Also ich könnte den ganzen Tag livestreamen oder und aufnehmen und alles mögliche. Das würde mich überhaupt nichts ausmachen. Aber eben, Livestream ist scheiße momentan. Geht nicht gut. Darum konzentriere ich mich noch auf die Videos. Ich kann dann ja auch im Livestream aufnehmen, wenn die Leistung stimmt. Und ja, das macht zum Beispiel GOTY255 auch. Und bei ihm geht es relativ gut. Und ich glaube nicht, dass er einen besseren PC hat als ich. Aber irgendwie, jedes Programm, wahrscheinlich muss ich einfach eines kaufen, solchen Livestream-Programm. Aber jedes Programm hat ihre Marken. Und wenn ich vom Desktop auf den auf das Spiel wechsle und so, ist das schwarz und solche Sachen. Ist nicht gerade gut. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Laufgeschwindigkeit. Wow, sehr viel mehr. Okay. Ja, vorher haben wir einen Fall-Orb gefunden. Jetzt haben wir einen Orb of Change gefunden. Läuft. Ja, ich weiß jetzt, was der Wahl-Orb macht. Der macht, dass wir die Gems maximaler entwickeln können, also leveln können. Aber dafür können wir keine Qualität mehr machen, also drauf machen. Also zuerst Qualität, dann aufleveln und dann Wahl-Orb einsetzen. Am Anfang bringen es die Wahl-Orbs noch nicht. Sammeln wir die lieber mal ein bisschen. Beim Split Arrow wird es wahrscheinlich dann nochmal einen Pfeil mehr geben oder so, das wird richtig geil. Ja, wir haben immer noch 4 Arrows, hoffentlich kommt da noch mehr. Da können wir richtig so eine Baracke machen. Wie bei Diablo 2 Snake Mod, da konnte man mit 74 Pfeilen einfach mal so richtig BAM schießen. Wie ein Nadelkissen in der Luft. Hier muss ich noch die verkaufen. So. Also. Naja. Brauchen wir die alle? You help us, and we help you. So, Dele, wenn wir dann einen blauen Slot haben, können wir den die Skelette mal ein bisschen beschwören. Und ja. Ah, Clarity. Brauchen wir noch nicht. Lieber hier nach einer Rüstung schauen, ob die haben. Ja. Wir haben 53 Stärkeanforderungen, da haben wir noch nicht ganz. So, planen wir mal die nächste Folge und zwar so hier. Ah,
Ich habe ein paar Let's Plays von Final Fantasy X und X2 Remastered geschaut. Das macht wirklich richtig wieder Fun. Solche Sperrblätter sieht aus wie hier und macht richtig Spaß, genauso wie hier. Ich muss unbedingt eine PlayStation 4 kaufen, unbedingt. Wir gehen jetzt nach oben, nach hier, dann hier rüber, hier hoch, dann beim Blitzschatten rüber. Und nein, bis nur hier. Wir brauchen hier keinen Multiplayer. Und gehen hier oben durch zum Mana Leech. Dann hier runter wahrscheinlich. Oder hier rüber. Beim Stärke hoch. Hier unbedingt Arrow Piercing mitnehmen. Und hier Knockback. Bringt's das? Knockback bei Crit? Nein, bringt's nicht, weil wir machen ja kein Crit. Okay, dann gehen wir dann da unten unbedingt Iron Reflex mitnehmen und hier noch ein bisschen Damage vielleicht. Ja, bringt's nicht so. Mal schauen. Also eventuell gehen wir dann hier oben durch und nehmen hier den Blitzschaden mit. Der ist ja richtig geil. Richtig viel Blitzschaden. Und hier auch. Und sonst noch da drüben. Ja, wir haben genug. Also wir machen voll auf Lightning Arrow. Wenn so ein Lightning Arrow dreimal gegen einen Bossgegner trifft, dann wird das noch weiter. Nein, das wird dann nicht weiter, aber trotzdem, es wird richtig hart ihn treffen und richtig viel Damage machen. Dann ist es ein optimaler Bosskiller oder auch ein Killer der Menge, weil das dann immer wieder vier Blitze weitermacht und dann können wir noch Chain reintun, dann wird es noch weitergehen und immer wieder Blitze abschießen und so. Es wird effizient wie nur nichts. Darum ist es auch einer der besten Skill-Builds, die es gibt im Path of Exile und ich freue mich hier riesig. Und ja, da können wir dann mal ein bisschen schwerere Builds machen und solche, die mehr Spaß machen, aber ja, wir müssen jetzt zuerst mal an Items kommen, an Levels, an Games, alles Mögliche und dann schauen wir weiter. Also jo, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und ja, lasst bitte eine Bewertung da. Tschüss.